Wenn Ufein. So ist der Clan. Pryndur ist hier auch dabei. Oh, wir haben den Pryndur auch gefunden. Sehr praktisch. Also nehmen wir Pryndur einmal kurz angestupst. Hi. Ne. Sind schon 2 Tage mindestens. Die sind echt zu Fuß unterwegs. Pff. Willst du vielleicht ein bisschen Geld? Siehst du aus, als wenn du gerne Geld hättest. 5000. Charisma steigert sich noch und nöcher. Thunderbolt fragt, wo bekomme ich den Beta-Patch her? Ich denke, wie alle Beta-Patches auf Steam. Du machst direkt auf das Spiel und da gibt es einen Tab mit Patches und Beta-Kram oder so. Oder mit... Warte. Properties, Updates. Ne, Beta ist hier hinten. Und da könnte dann was da sein, wenn er hiermit fertig ist. Ich muss wahrscheinlich einmal neu starten. Aber ich denke, so bekommt man den. Er sagt in Ordnung, aber das bringt auch nichts. Na gut, dann Lehnsherrn. Wir haben nur eine Option, die hat 19% und funktioniert. Okay. Nochmal Erfolg. Wir brauchen nur noch 2 Erfolge. Wieder mit 19%. Unwirksam. Dann bräuchten wir jetzt einen doppelten Erfolg, einen kritischen. Ne, nur normaler. Ich verstehe jetzt, warum das Dating-Spiel nicht so toll sein soll. Also, dass Leute suchen und dann nur Charme und ja, versuchen zu überzeugen. Also, ich könnte auch einfach so lange jetzt rummördern und dergleichen, bis mein Clan-Level sich nochmal steigert. Aber das ist krass. Wie sieht es denn mit deinem Charme-Skill aus? Der Charme-Skill ist bei... ...58. Kann aber nicht mehr. Ich... Blub. Ja. Guter Punkt. 20% Chance, einen kritischen Misserfolg zu vermeiden und 10% bessere Chance auf doppelte Überzeugungsverfolge. Ja, ich muss wahrscheinlich dann einfach jetzt komplett meinen gesamten Char auf Charme umstellen. Also auch in die Arena gehen, alle Skillpunkte da bekommen, um Level-Up zu bekommen, um noch einen Fokuspunkt zu bekommen. Hallo Quarks. Ja, der 24-Stunden-Stream ist fast rum. Eine Stunde noch. Bisschen weniger. Was habe ich verpasst? Ich habe ein Kingdom, ich habe 2 Städte, ich habe 2 Burgen. Wir sind Clan Level 4. Und ich finde keine Leute, die meine Vasallen werden wollen. Ach. Kanna von de Benny Zilal. Möchtest du vielleicht Geld haben? Also ja, wir können überhaupt, also wir können alles erobern. Wir können stetig weiter expandieren, wenn wir immer wieder zwischendurch die Mercenaries holen. Aber meine ganzen Städte und Dinger sind so leicht gerade leer zu machen. Das ist nicht mehr feierlich. Ich brauche richtige Vasallen. Ja, Quarks.
kein Problem. Ist auch viel hin und her gekommen. Das solltest du von vorne gucken. So, ich muss gehen. Aber die Armee scheint jetzt größer zu werden. Das heißt, wir können der leichter folgen. Und ich gucke dann, ob ich in zwei, drei Tagen den wieder ansteigen kann. Ihr stiefelt alle zusammen jetzt nach Hause. Nein. Ihr stiefelt dem Blauen hinterher. Du Blauer, du bist doch auch ein Anführer dann zwangsweise, hm? Würdest du nicht vielleicht bei mir mitmachen? Ist neutral zu uns. Pfaffen ist auch einer. Pfaffen. Ich bin der rechtmäßige Herrscher dieses Landes. So viel zu wenig Prozent. Darauf springt er besser an. Ja. Kannst du dich einfach Vasallen nennen? Ich wüsste nicht wie. Also in Warband ging das mit Diplomacy Mod oder was auch immer, aber hier. So, jetzt einen kritischen Erfolg. Einfach kritischen Erfolg. Komm, kritischen Erfolg. Ach. Arad Wirre? Warst du einer? Okay. Arad Wirre. Ganz oben hattest du 59% kritische Erfolge. Hatte ich? Das sind nur normale Erfolge, nicht kritische Erfolge. Oder sie sehen irgendwie anders aus. Also hier. 39% Erfolgschance. 19% Erfolgschance. Also nehme ich das da. Da waren zwei Balken. Zwei Balken? Oh, okay. Hier ist nirgendwo ist kritischer Erfolg. Aber hier sind gute reguläre Erfolgschancen. Hier ist doppelt. Okay. Ja, sehr gut. Und jetzt nur noch einen ganz normalen. Nice. Sehr gut. Du hast mich überzeugt. Jetzt wieder Gold. Nein, nein, es geht anders. Ja, gar kein Ding. Hier, bitteschön, dankeschön. Oh. Wie lange? Stunde? Anderthalb? Einfach nur in Kalradia rumgeeiert um. Oh. Wir brauchen eine Pinnwand. Wir brauchen eine Pinnwand. Ich suche Vasall, gebe 20.000 Goldmünzen. Rest ist mir egal, ihr müsst nur viel rumlaufen und Leute rekrutieren. 50 Minuten. Gott. Ja, und jetzt erklären wir Grünen den Krieg. Erobern die eine einzige Burg, mehr nicht. Lauft ganz weit nach Hause. Sowas von weit nach Hause. Da weit nach Hause. Erklären, ne, den Krieg. Und unser Vasall darf dann die Burg da übernehmen. Wobei wir eigentlich eine Stadt übernehmen sollten, damit dann die Stadt. Aber nein. Wir können ja auch so die Vasallen gebrauchen. Schau mal schnell, ob du ihm eine übergeben kannst.
Sargott. Bringen Sie den Vorschlag, diese Siedlung an jemanden zu übergeben. Kann man nicht einem herrschenden Clan, man kann nicht einen herrschenden Clan annektieren. Also ich kann nicht mir kann nichts weggenommen werden, weil ich der Herrscher-Clan bin. Das heißt, nur neu eroberte Sachen kann man anscheinend weggeben. Wir müssten es absichtlich verlieren und dann könnte er es bekommen. Das ginge. Aber, ja. Okay, unterstützen. Was hat das denn gerade gemacht? Achso. Eure Beziehung wurde um 1 erhöht mit denen. Und das sind nur 2 Leute. Ich gebe denen mal ein bisschen was dafür, dass sie hier mitmachen. Genau, im Gespräch. Oh, das ist eine Idee. Hey du. Ich habe da so eine Stadt. Willst du die Stadt haben? Ihre Lordschaft. Beide profitieren würden. So, dann was braucht ihr? Achso, ja. Ja, wir haben schon mit ihm geschnackt. Und er will erstmal eine Weile Ruhe haben vor seinem Chef. Dünnes Eis. Ganz Glück sein, das ist so schwer, es euch zu bekommen. Wenn er wüsste. Aaron, hi. Burgfried. Aaron, sprechen. Und wenn das jetzt sofort klappt, du, dann habe ich keine Ahnung. So, Doppel-Crit-Schützerfonds 19. Unwirksam. Reguläre Erfolgschance, ja. Reguläre Erfolgschance, ja. Und jetzt bräuchten wir einen Crit. 59. Ach. Aber es war eine relativ gute Chance. Okay, ich habe es echt mit diesen beiden Balken da nicht mitbekommen. Hier ist noch einer, ne? Ist es möglich, mehrmals aber sonst überzeugt? Das probiere ich auch gerade aus. Ich kann es nicht beantworten. Sven ist auch einer. Nee, warte, das ist er nicht. Sven Godun wäre dann Führer. Ja, gut. Aber wir haben jetzt hier den anderen, genau, der da auf dem Thron sitzt. Das heißt, ich entspanne einfach mal hier ein bisschen und schnacke dann nochmal an. Aaron war das, ne? Ah. Da. Gehst du wieder nach Hause? Okay. Und ich wieder raus. Ich will mich einfach nur ärgern. Die sind ganz schön flott zu Fuß für Fußgänger. Ist schon eine Weile her. Okay. Sie haben schon früher versucht, mich zu überzeugen. Ich werde ihre Worte nicht mehr hinnehmen. Keine Ahnung. Vielleicht eine Woche, einen Monat. Da unten ist Aaron, ne?
Ich habe ihn verloren. Jetzt sagt nicht, dass man am Ende mit Füßen schneller ist als wie mit dem Pferd. Wünsche erst noch ein wenig deinen Charm-Skill hochbekommen. Gibt es nicht so super viele Möglichkeiten, soweit ich weiß. Also ja, ich kann einfach weiter Geld machen und den Leuten Geld ins Gesicht schmeißen. Das scheint am einfachsten zu sein. Oder Leute gefangen nehmen und freilassen. Also wir können auch jetzt einen Krieg anfangen. Und wir können unseren Vasallen dann die eine Burg geben oder was auch immer. Und danach haben wir es dann einfach neue Vasallen zu bekommen, um noch mehr Territorium halten zu können. Das wäre der Plan. Und ich denke, es wäre auch ein ganz gutes Ende. Dreiviertel Stunde, dann ist ja vorbei. Und so haben wir jetzt noch ein paar Schlachten nach dem ganzen Rumgelaufe und Getüffel und so weiter. Wie bekommt man in der Burg die Nahrung hoch? Meine Verhungerung, ich baue schon wie wild. Du müsstest, ich kann es zeigen. Und vielen Dank, Mr. Cool Number 99, für 2 Monate. Hier, Stadt verwalten. Du musst. In der Stadt sind es Aquädukte, in einem Dorf ist es Gärten oder dergleichen. Und Kornspeicher sorgen dafür, dass der Puffer größer wird. Solche Sachen musst du bauen. Und danach kannst du unendlich lange das da bauen, was auch nochmal Nahrung erhöht. Aber du kannst nicht einfach Nahrung kaufen und es im Dorf geben, was ich ein bisschen schade finde. Und was Gartenfreund sagt, töte Loot in deiner Burg, die killen die Villager, die Nahrung in die Stadt bringen. Die Öfen auch? Die Öfen sorgen dafür mehr Produktion. Oder dass man schneller Sachen bauen kann. Wie war das Pluff bei Governor? Da müsste ich dann meine Heilerin hin tun, das werde ich nicht. Das wäre doof. Die brauche ich. Achso, Krieg, genau. Krieg bleibt immer gleich. Wir bräuchten jetzt. Was haben die denn so drin? 166. Wollen wir gleich irgendwas Böses von denen nehmen? Die Stadt da zum Beispiel. Ich guck mal ganz kurz nach der Stadt. Die macht sich ja auch ganz gut. Kannst du nicht deine Vasallen, deine Begleiter zu Vasallen machen? Nein. Das geht in Warband, geht hier nicht. Also in Vanilla Warband weiß ich es nicht. Aber in den meisten gemoddeten Sachen ging das. Und was ist hier los? Da sind nur 343 drin. Dann machen wir das jetzt. Wir hätten gerne. Alle. Angriff. Girogon Hust, Discord Hust, da habe ich dir einen Link geschickt. Ich wurde in den letzten 23 Stunden 30 Millionen Mal auf Discord angeschrieben. Ich sehe da nichts. Warte. Ein Mod, ja. Das macht es aber eventuell. Naja, es macht es nicht wirklich einfacher. Es macht. Überlege ich mir, ja. Also, was wollte ich jetzt alles haben? Einen, der den Perk fixt zum Trainieren. Einmal den Gay Romance Dings, damit Talana sich irgendwo ein Weibchen suchen kann. Und eventuell das da. Und da ja anscheinend auch sehr viele Mods gerade hergestellt werden. Also allein in den letzten Tagen. Stöber ich mal ein bisschen durch, was da noch so ist. Kriegst du nicht kostenlos. Kostet Geld zum Umwandeln. Ah, okay. Sehr gut.
So, dann, da kommt schon wieder was an. Wir können schon mit Belagern anfangen. Die XP wurde im Patch geändert. Wurde sie? Ah, sehr schön. So, wir würden gerne die Stadt belagern. Und ich hätte gern so ein. Nee, ich hätte gerne keinen Turm. Ich hätte gerne die Ramme. Und danach eventuell einen Turm. Mal schauen. Hast du Holz? Ich sollte Holz haben, ja. Ja, trödeln zwei noch ein bisschen. Aber die haben ja noch Zeit. Da kommt einer. Auf Ingenieur umstellen. Oh ja, danke. Mein täglicher Umschlag. Achso, seht ihr ja gar nicht, ne? Dieb. So. Sind wir vollständig? Was ist mit den... Ach, das sind schon alle. Ja, stimmt, wir haben ja keine Mercs mehr. Sobald ich irgendwo in der Mesi greife ich an, weil ich muss die Stadt erobern und dann muss ich ganz schnell in der Frieden schließen. Mit 71.000 Gold. Irgendwie. Ist fertig? Pause. Angriff. Oh, knack, 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 knack. Aktivieren, aktivieren, go. Also ich kann nicht vom Pferd aus. Macht Sinn. Den hinter mich. Okay. So, drei Headshots später. Alternativ zu wir erobern eine ganze Stadt und holen uns zwei Vasallen oder was auch immer, hätte ich auch einfach nur ein Buch kaufen können für dasselbe Gold. Ich habe vergessen, die Armbrust zu kaufen. Die drüben im Turm kommen. Die Ram. Nähert sich auch gut. Ja, gut voran die Lagerung, würde ich sagen. Hier stehen die super. Auch wenn ich mich schon auf präsentiert. Teller, wie ich fühle. Wegen oben rechts den Turm und da links den Turm und so, die schießen alle nach vorne, glaube ich. Kopfschuss, Kopfschuss, Kopfschuss. Okay, und die alle.
Der wird eng, glaube ich. Ja. Könntest du bitte von den Pfeilen runtergehen? Okay. Oh, da. Da, heavy aus. Der will dich erschlagen von dem runterfallenden Ding. Das könnte echt der Bug letztes Mal gewesen sein. Dass das Ding auf die raufgefallen ist und dann sind alle runtergegangen und dann ging gar nicht mehr hoch. Das ist der Tonk-Bug, ab sofort. Ich versuche gerade zu zielen. Tor ist wohl offen. Okay. Denn es ist gut, dass die alle hier hinten stehen bleiben. Fall aus. So, wir kommen jetzt rein. Ich denke, es wird nicht wirklich viel besser werden, wenn wir drin sind. Stehen. Versuchen da mal die Leiter noch zu kommen. Die machen das hier super gut. Naja, außer dass ich jetzt nicht wehren. Kann jemand das bitte klippen? Die rücken auf. Oh, okay. Why? Aber ja, sieht echt nicht gut aus. Also außer ich kann es eigenhändig hier alle töten. Aber die KI braucht noch ein bisschen. Die KI braucht noch ein bisschen Belagerung. Auf beiden Seiten. Wobei, die sind schon unter der Hälfte, ne? Sie fliehen. Das ist eine super Schildkröte. Stopps. Einem Speer, jetzt eine gute Axt, ja. Das kann ich mal probieren. Das ja, das ist besser, das ist viel Angst. Dankeschön, ich sollte auf den Chat gucken. Und damit haben wir die Belagerung gewonnen, aber auf eine super cheesy Art und Weise. Weil sie alle geturtelt haben und ja. Also machen sie gut mit den Schilden, aber wenn mal. Sie reagieren halt nicht auf einzelne Leute, die dann reinhauen, sondern auf eine ganze Gruppe.
dritte Staffel. Also ich fand es lustig mit diesem Schlag zu, einer kippt um, einer rückt nach. Schlag zu, einer... Das war... Verlust hast du trotzdem. Ja, hab ich. Nicht zu schlecht. Und sowas gleicht dann halt die Verluste aus, wo meine Leute im Burggraben glitschen oder ne, die Treppen nicht hochkommen. Da bin ich jetzt auch recht schmerzenfrei. Citrus Formation. Warte mal. Ja. Chunk. Chunk. Sehr gut, ist gesehen. So, war der Fortsetting-Clip. Also warte, der redet ihr noch. Die Rücken auf. Das ist super gut. Stopp. Keine Geo-Reception hier. So, in die Stadt. Alle mal in die Stadt. Krams in die Wurfkühe schmeißen. Genau, wir haben nicht viel zu viel. Weg. So ist okay. Fertig. Verlassen. Jetzt müsste es doch eine Abstimmung geben, wer das Ding bekommt. Ja, und ich bin dafür, dass er das bekommt. So. Jakulan von Blablabla hat mehrliche Unterstützung gewonnen. Zap. Und das ist die einzige Stadt, die einen ordentlichen Prosperity-Wert hat. Ja, natürlich. Egal. Er steuert das Ding. Und sorgt jetzt für Verteidigung. Und er sorgt dafür, dass seine Armeen groß werden. Und wenn ich seine Armeen brauche, dann kann ich ihn holen, weil ich habe 3800 Einfluss. Okay. Krieg beenden. Jetzt. Armee... auflösen. Ja. Wir laufen einfach zu einem Grün hin und sagen mal nicht Hallo. Und mit etwas Pech will er 30 Millionen haben und die haben wir nicht und dann werden wir gefangen genommen und sterben. Ja, wir sterben nicht, aber. Aber es könnte dann alles Mögliche in der Zwischenzeit passieren. Hol doch noch die Burg. Da. Die kann ich auch ihm geben, ne? Ich guck mal, wie viel in der Bucht da drin ist. Aber ich kann hier schon mal zusammenrufen, das kostet ja nichts. Okay, den einen brauchen wir noch. Der eine muss noch kurz neue Truppen holen, meine ich. Aber das sollte drin sein. So eine Burg hat meist nicht so viel. Wenn jetzt nicht in der Zwischenzeit Sargot oder was überfallen wird, das wäre natürlich nicht so pralle. Ja, 170 rauf da. Ich bin immer noch mit Talana Ingenieur, ja. Alle Mann her. Auch wenn wir hier nichts bauen, weil ich gleich ganz schnell angreifen will. Wir haben doppelt so viel wie der, ist okay. Wer ist Crusader Kings, würde ich jetzt chargen. Alles zu... eng wird sonst. Okay, die Nacht warte ich noch ab. So, Charge. Dann haben wir schon ganz schön groß. Naja, wir haben so ein
ein kleines Startkönigreich zu Beginn des Spiels. Mit 3 Städten und 2 Burgen. Es ist noch ein bisschen mau. Aber es ist ein Anfang. So, wir haben gar nichts. Charge. First Blood bei denen, also von denen bei uns. Ich weiß nicht, wie leid dann sind. Momentan behaken nur unsere Archer, deren Archer. Und die Infanterie-Leute machen eigentlich normalerweise. Bin ich gerade weggeschoben. Rechts wohl irgendwo. Ja, da sind sie. Die ersten klettern auch schon hoch. Es funktioniert. Ganz ungewohnt. Kann man was machen, um seine Chancen zu erhöhen, dass man eine Burg bekommt? Noch eine Wahl. Ja, bei der Belagerung, bei der Wahl um die Burg für sich selber stimmen und mehr Einfluss investieren. Also 50, 20, 50, 100, 50, 100, 200, irgendwie so war das. Das macht sehr viel. Und wenn dich Leute mehr mögen, das hilft auch. Und wenn du allgemein wenig Burgen und dergleichen hast. Also in Warband konnte man auch das ablehnen. Ich weiß nicht, ob es mit dem Diplomacy Mod war oder in Vanilla. Konntest du es ablehnen, ein Dorf oder dergleichen zu bekommen. Man konnte auch nur ein Dorf bekommen und nicht gleich eine Stadt, nicht gleich eine Burg mit einem Dorf. Und dann hast du halt immer die Dörfer abgelehnt, solange bis du immer eine Stadt bekommen hast. Und das war dann angenehmer. Und profitabler. Bin noch negativ beeinflusst. Ja, das hatte ich auch eine Weile. Aber es hat sich gelohnt, negativ Einfluss zu bekommen, weil wir so mehrere Kriege angefangen haben, die dann sehr profitabel waren. 4 Schaden. Was ist das für ein Tank, wo ich dagegen schieße? Ich helfe mal anderweitig. Also so schräg vielleicht in die Seite reinschießen. Da wuseln aber die Speere. Das ist das Schlimmste bei so einer Belagerung. Gegen Rodox. Das wird viel tun. Ja, vor allem, wenn nur einer zur Seite hochgeht. Also Stinger, du bist jetzt wieder da, ne? Magst du mir sagen, wie du das gemacht hast, oder meintest mit dem Tor? Wenn ich meine Truppe auswähle und ich über den Cursor über das Tor gehe, kommt da so ein Zahnrad, das irgendwie crashed ist. Aber was mache ich dann? Was drücke ich dann? Linke Maustaste, rechte Maustaste, X, F? Keine Falle. Stell die Bogenschützen noch vor die hier hin. Ist ein Argo. Mensch. Ja, Linksklick und dann sollten die dorthin laufen und da drauf haben, bis es kaputt ist. Haben sie mir letztes Mal nicht gemacht. Ja, das ist schon mal besser, ja.
Ich vergesse immer, dass ich die auch einigermaßen einzeln steuern kann auf dem Schlachtfeld. Ich gehe immer davon aus, dass die selbstständig suchen, wo sie lang müssen. Außerdem können die Archer so sterben und ich kann hier irgendwo Loot abgreifen. Also Pfeile, wenn da welche über sind. Ist hier ein Köcher? Ne, ist ein Schild. Und drunter ein Köcher? Stopp. Gib mir mit den leeren Köcher zurück. Sonst kann ich das Heavy nicht auffüllen auf dem Knopf. Gibt's da einen Trick, wo sie besser aufheben? Wow. Stopp. Nicht wirklich. Oh. Ja, ich habe ein paar mehr über zwei Stunden. Geopfert auf dem Haufen der Schande. Noch Feinde im Moment. Dennoch fallen die jeden Moment. Ich sag, die Grünen gewinnen. Es bedarf eigentlich nur einem, der durchkommt. Dann drehen sie sich ein bisschen um, schon ist Platz für 2-3 und dann ist das. Eigentlich. Ja, Leitern sind doof. Ich habe echt gedacht, dass ich mit doppelten Leuten das einigermaßen zackig hinbekomme. Also wieder Ungeduld macht sich nicht bezahlt. Ja, jetzt. Komm, geh da runter und mach Platz und mach, genau. Dräng vor, dräng die ein bisschen weg, lass mehr Leute hochkommen. Also. Jetzt clean das so. Jetzt geht nochmal suchen los, ne? Ja. Hatte meine Stadtbelagerung mit 2 Feuerkatapulten und 2 Tribuchet. Das war episch, bis die Munition ausging. Nee. So, Gefangene. Ja. Alles mit. Okay.
Fortsetzen, so. Wahl hätte ich gerne sofort geklärt. Du sollst das bitte, bitte haben. Dankeschön. Ja, denn dass er sich auch darum kümmern, dass das alles bestellt wird. Und mehr sollte er erstmal nicht machen. Das heißt, wenn wir weiter expandieren, dann macht das jemand anders. So, jetzt Armee auflösen. Dankeschön, bitteschön. Grün anschnacken. Hoffentlich genug Geld haben. Er muss sich gleich neue Leute her. Hoffentlich genug Geld haben, um das Ganze wieder in die Regel geregelte Bahnen zu lenken. Ich kippe. Nein, das ist nichts. 13 Minuten noch. Ist da wer drin? Nein. Denken fällt schwer. Genau, Knaus Dinge. Hallo 366 Mann. Ich würde mich gerne bei euch melden. Nicht weglaufen. Das ist der Lana. okay. Ja, es wird teuer. Aber das ist okay. Das ist völlig okay. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es abhängig davon ist, wie viele Burgen, Städte und so weiter man hat. Aber das ist okay. Dankeschön. Bitteschön. Speicher nicht vergessen. Richtig Fuchte. Zap. Weil Autosave ist nicht hundertprozentig sicher. So, dann gehen wir jetzt nach Hause. Und jetzt sollten wir einigermaßen in der Lage sein, das aufbauen zu lassen. Zumindest kümmert sich der Vasal um die eine Burg und die Stadt. Wir müssen uns immer noch um das andere ganze Gedöns kümmern, dass die Städte hier alle mindestens 100, 200 Mann drin haben. Ja. Na, was hast du? C. C sagt. Taktik. Einen Schritt voraus. Erlaubt ihnen, ihre Truppen vor allen Schlachten zu platzieren. Also auch nur bei den Belagerungen, soweit ich weiß. Ich will einfach nur ein bisschen ausruhen. Geh dahin. Ruh dich aus. Was ich ein bisschen problematisch sehe, ist, dass deren Clan nur zwei Leute hat. Kriegen die irgendwie nach und nach mehr Leute? Kann man das irgendwie beeinflussen? Und hier wuselt auch wieder zu viel Zeug rum. Du hast noch Gefangene dabei? Wahrscheinlich nicht mehr. Hälfte ist weg. Bei den Dörfern rund und deine festen Ruf sammeln, das müsste ich eigentlich machen, ja. Ich müsste eigentlich bei allen Dörfern und bei allen Städten Ruf sammeln und ich müsste eigentlich herausfinden, wie ich das eine Mal das hinbekommen habe, dass ich dem Lord so viel Gold gegeben habe und dass er uns dann mochte und alle seine Vasallen uns mochten, alle Dörfer uns mochten und so weiter. Das war echt praktisch. Weil da muss man die ganzen Quests nicht machen. Ja, Bogenschützen. Definitiv ein bisschen mehr Fokus auf Bogenschützen bei den ganzen Belagerungen. Das war die Frau, die du besetzt hattest. Welche Frau hatte ich besetzt? Achso, mit Markus.
Das mag sein, ja. So, das sieht schon besser aus. Caps inzwischen 240. Also auch wegen Quartiermaster, wobei das eigentlich gar nicht an ist. Ist es jetzt über 240? Nö. Nimm noch die Plünderer, kannst du in die Garnison stecken. Ja, die werden da auch aufgestuft, ne? Okay. Komm mit, komm mit, komm mit. Garnison. Rein da. Das Krams checken. Nee, mach einfach Werk, dann haben wir schon mal flüssiges Geld. Essen. So. Private Joker, ich wünsche eine gute lange Nacht, Gero. Ja, ich, wie gesagt, ich mache noch 8 Minuten. Dann ist es durch. Hallo Knöpfchen. Ja, ich habe durchgemacht. In 8 Minuten sind es 24 Stunden. Stream. Und davor dann auch halt den ganzen Tag was sagen. Und es war einigermaßen erfolgreich. Was rede ich da? Es war sehr erfolgreich. Wir haben 3 Städte und 2 Burgen. Genau, so. Bergfried, Garnison verwalten. Krams rein, der Lower Level ist. Weg. Bauern, Plünderer und Gesocks. Alles weg. So, 70 Einheiten. 118 in Sagot. Das ist erstmal okay. Es ist eigentlich für eine Burg okay, für eine Stadt nicht wirklich. Aber die bekommen ja noch die Miliz dazu, ne? Genau. Also Garnison ist 118. Milizen 200 sind also 320, ist fürs Erste okay. Und wir sind ja auch meistens in der Nähe. Also entweder Talana selber, eine ihrer Companions mit den Gruppen oder die beiden Vasallen. Also die eine, der eine Vasallen-Clan, der aus 2 Typen besteht. Ich hätte mir echt einen besseren raussuchen sollen. Ach ja. Achso, hier müsst ihr gucken. Properties, Betas, da ist es dann bei für euch. Oh. Sie haben minus 32 bei dem. Das ist. Ja, wir könnten einfach anfangen, alle. Achso, ist auch feindlich ist noch. Ja, okay. Da können wir hin. Da sieht schon besser aus. Ja, die Grünen sind nicht gut davon zu sprechen. Ich kann mir gar nicht vorstellen. Wow. Warum? Das heißt aber dann, alle Mods, die bisher gemacht wurden, werden nicht kompatibel sein mit der 1.1.1er. Ist doch jetzt die 1.1.1er, ne? So 1.11. Wenn da so dramatisch umgestellt wurde. Ne, die Audio, die Textfiles vielleicht von der Übersetzung, das könnte noch gehen. Solltest eh neu anfangen, von daher, ja. Ne, es ist hier erstmal Beta. Meine Hoffnung ist ja noch, dass es 1, 2, 3 Tage dauert. Dass das Ganze richtig stabil ist und richtig rauskommt und uns dann quasi aufgezwungen wird.
Ja. Und dass ich es bis dahin schaffe, hier so weit zu kommen, dass wir sagen können, okay, wir könnten jetzt quasi einfach nur durch mehr Grinden die ganze Welt erobern. Und das sieht gerade machbar aus. Ich denke, wenn ich jetzt off-camera 8 Stunden spielen würde, dann vielleicht. Aber keine Ahnung. Komm mal mit. Ich glaube, die Grünen haben mir eine Stadt geklaut. Was? Sargot. Charas. Das war unsere, oder? Okay, nicht 8 Stunden. 16 Stunden. So 31 Stunden. War Jakula nicht die, ja. Ich kann ganz einfach nachgucken, aber es sieht nicht gut aus. Sehr gut, fahr aus. Aber ist okay, ich konnte sie eh nicht halten, weil ich selber die ganze Zeit Garnison reinstopfen müsste. Das heißt, wir müssten jetzt eh erstmal nur einen Vasallen finden, dann die Stadt zurückerobern und dann den Vasallen das geben, damit er sich drum kümmert. Weil mir macht es keinen Spaß, jetzt 3 Stunden lang Rekruten zusammenzusammeln und die hochzuleveln, um dann die Stadt zu sichern. Das war die 4000. Was? Da ist alles noch da. Ja, nun, das ist dann nur der eine. Aber die. Wir warten noch Frieden. Was ist da passiert? Wahrscheinlich während dem Erobern der Burg passiert was. So schnell geht eine Belagerung nicht. Na gut, die können wir wieder erobern. Zu praktisch. Hauptsache, wir sind in den Vasallen. Bei den Vasallen, er hat irgendwas und er bleibt bei uns. So haben wir eine größere Armee. Ja. Ziel, wie gesagt, trotzdem wäre es im nächsten Stream noch einen anderen Vasallen zu finden. Und alles, was wir dann erobern, kriegt der. Auch ruhig große Städte. Weil ich, wie gesagt, ich habe schon Sargon und das andere. Das ist schon schlimm genug, das alles zu befüllen. So, dich hauen wir jetzt noch um und dann ist vorbei. Zap. 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 Dann gehe ich jetzt in den Chat. Und dann mache ich jetzt Ausrufezeichen. Uptime. Und da steht jetzt: Your stream has been live for one day, 0 hours, 0 minutes and 19 seconds. Yay. Oh. Bits, Dankeschön. Easy. Also es ging. Die letzte Stunde fing an, zäh zu werden. Aber sonst ging es. Ah, und ich habe es wenigstens geschafft. Also es ist auch wichtig für mich privat, dass ich das durchgehalten habe. Weil dann kann ich jetzt noch so eine Stunde rumdödeln. Oder zwei vielleicht. Und dann schlafen gehen, habe ich einigermaßen Rhythmus drin. Damit das auch hinhaut.
Entsprechend gibt es keinen Stream in 8 Minuten, weil eigentlich wollte ich ja 18:30 umstellen, aber ich habe keine Ahnung, wie das beibehalten werde mit 18:30, weil da war keiner da. Weil die Leute alle noch am Abendbrot essen sind und so, ne? Ja. Gut. Das heißt, wir sehen uns dann morgen, Sonntag, 18:30. Testweise erstmal und dann gucken wir weiter. Vielen, vielen Dank für alle Zuschauer. Auch, also alle. Die, die nur kurz dabei waren, die die ganze Nacht durchgemacht haben oder einen Großteil der Nacht. Vielen Dank für die ganzen Bits, für die Direktspenden, für die Abos, für die geschenkten Abos, Hilfestellungen und wir sehen uns dann. Bye bye. Ich zerschnetzle das jetzt für YouTube. Stimmt. GZ für den guten Durchschnittszuschauerzahlen. Das sollte das Rating gut hochpushen. Raiden und hosten. Stopp. Alle bleiben da. Alle bleiben da. Keiner rührt sich. Ich habe nicht gedrückt. Twitch. Back to Twitch. Keine Bewegung. Ja. Twitch. Mist zu spät? Nee, du kannst nicht Mist zu spät sein, wenn du noch da bist. Ich hatte Raid Channel. Ja, ich muss aber erstmal einen Channel haben zum Raiden. Ich weiß nicht welcher. Dr. Proof da hinten. Aber den kann man nicht raiden. Das ist doof. Weil den mag ich eigentlich. Der ist ganz nett. Aber der, ich weiß nicht. Der ist Sid Meier's Civilization. Und ja, ich habe da gerade eine Dingception drin, ich weiß. Saraza? Das ist nicht der von aus den 90ern oder was? Kenne ich nicht, kenne ich nicht. Ja, leider kenne ich alle anderen nicht. Von Gronkh, bitte nicht. Ernsthaft? Ja, nee, 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 nee. Dann hoste ich euch einfach und hör auf. Kirogon ist an. Ich probiere mal ganz kurz Raid bei ihm. You can raid the channel. Okay, dann hoste ich euch und gehe dann raus. Hoffentlich. So. Bye bye.